A70, A92 oder die A99. Deutschland durchzieht ein echtes Autobahnlabyrinth. Doch freie Fahrt? Oft Fehlanzeige. Wir helfen nach. GRIP hat den etwas anderen Autobahnatlas zusammengestellt. Die Top 5 der besten Vollgaspisten in Deutschland. Platz 5. Die A70 Bayreuth-Schweinfurt. 120 Kilometer Gummi geben quer durch Oberfranken. Allerdings nur auf zwei Spuren. Matthias nimmt Platz im nagelneuen BMW M3. Fast die Hälfte von über 12.000 Autobahnkilometern in Deutschland ist begrenzt. Nicht so die A70. Und Matthias findet auch sofort Gefallen an ihrem Streckenverlauf. Schön an der Autobahn ist, dass sie schön kurvig ist, geht bergauf, bergab, steilere Kurven. Ist nicht so die Vollgasstrecke, wo man ein Auto ausfahren kann, weil sie doch sehr, sehr kurvig ist. Aber das macht es halt aus irgendwie. Traumkulisse an der A70, aber zu wenig Platz auf nur zwei Spuren. Und der Asphalt? Eher ein Fleckenteppich. Welchen Topspeed schaffen wir im BMW? Also Höchstgeschwindigkeit hier, Tacho 240. Mehr würde ich nicht machen. Dafür ist es einfach zu kurvig und halt zweispurig. Unser Vollgasgerät im Detail. Der neue BMW M3. 420 PS. Der V8-Motor dreht bis 8300 Touren. Und das neue Doppelkupplungsgetriebe sorgt dafür, dass Zugkraftunterbrechungen der Vergangenheit angehören. Die Konsequenz? Der neue M3 geht von 0 auf 100 in blitzschnellen 5,1 Sekunden. Verbrauch laut Hersteller knapp unter 13 Liter. Bei uns hat er locker 17 geschluckt. Platz 4 in unserem Test. Ein Geheimtipp im Südosten. Die A92 von München nach Deggendorf. Hier geht's auf 125 Kilometern unbegrenzt voran. Allerdings ebenfalls auf nur zwei Spuren. Der Belag ähnlich ruppig wie schon auf der A70. Das Hauptargument für die A92? Die Streckenführung. Die Kurven sind ganz nett, weil sie alle Vollgas geben. Dazwischen sind immer ganz nette Geraden, also man sieht sehr weit. Und deswegen ist es auch einigermaßen sicher. Noch ein bisschen sicherer wäre es, wenn es drei Spuren gäbe. Nur zwei Bahnen, dafür eine andere individuelle Besonderheit. Hier gibt's eine Amüsiermeile direkt neben dem Seitenstreifen. Aber was verbirgt sich in dieser Schmuddelbude? Matthias will's wissen. Get together. Jeder hat ja die gelben Schilder sicher schon mal von der Autobahn gesehen, aber ich habe mich hier noch nie reingetraut. Jetzt wollen wir mal wissen, was es hier alles gibt. Hallo. Ja, hallo. Servus. Wie kann ich Ihnen helfen? Wir wollten uns mal umgucken und die Highlights des Angebots zeigen lassen und so weiter. Okay, alles klar. Sind Sie uns da behilflich? Ich komme eben mal schnell rum. Sehr gut. Haben Sie irgendwas da, was Neues? Was Neues? Im Prinzip darf ich Ihnen diesen Fruchtgummi empfehlen. Fruchtgummi bedeutet? Für mich? Für Sie, für die Partnerin und fürs Liebesspiel, weil dieses Teil ist essbar. Das heißt, die Geschmacksrichtung Apfel gibt's in Cola, gibt's in Erdbeer, all möglichen Varianten. Ich glaube, da fahre ich lieber zur nächsten Raststätte und esse da eine leckere Thüringer oder sowas. Ja. Na dann, guten Appetit. Ah, hier habe ich noch was gesehen. Haben Sie schon was gesehen? Ja, ja, hier Abschleppseile haben Sie auch. Wofür sind die gut? Nicht ganz, das sind Bondage-Seile, wo Sie Ihre Partnerin fesseln können, sozusagen an den Herd binden, sodass sie dort nicht wegkommt. Gut, gut. Aha, so ist das also. Matthias hat heute keinen direkten Bedarf und verabschiedet sich. Zurück auf die Autobahn kommen wir zum wichtigsten Wertungskriterium. Wie schnell beschleunigen die 420 Pferde den M3 auf der A92? Legen wir nochmal ordentlich durch. 210. Bei 22 schalten wir mal den sechsten. Wir haben immer noch einen Gang übrig. So, jetzt sind wir bei 260. Vielleicht 270. 273 und der Begrenzer ist da. Bei 270 ist laut Tacho Schluss, elektronisch abgeregelt.
Matthias muss sich was einfallen lassen. Das war ja schon mal ganz nett im M3, aber der ist halt bei 250 abgeregelt. Das hier ist ein M6 und der ist nicht abgeregelt, weil der nämlich von G-Power ist und insgesamt 635 PS unter seiner Haube vereinigt. Und mit dem sollte es doch noch ein bisschen schneller gehen, oder? Probieren. Platz 3 der ultimativen Vollgaspisten für die A9 und zwar von Leipzig nach Berlin. 120 Kilometer freie Fahrt und das auf 3 Spuren. Das einzig richtige Revier für so eine Vollgasmaschine, die Autobahn. Also jetzt mal einen dritten drin, einen zweiten. Wenn du jetzt drauf latscht, dann haut dir das Ding in den Nacken. Das habe ich noch nicht erlebt. Machen wir mal. Und bei jedem Gangwechsel tut es das Gleiche nochmal. So, und schon haben wir wieder 200 auf der Uhr. Zack. Nächstes Gang, nächstes Gängchen. 215 PS mehr als beim letzten Versuch und keine Motorabregelung. Was geht hier mit dem G-Power? Jetzt haben wir mal wieder ein gerades Stück, wo kein Mensch ist. Also, probieren wir es mal. 300. 310. Der M6 in der G-Power-Variante. Hochgezüchtet von 507 auf atemberaubende 635 PS. Von 0 auf 100 in 4,6 Sekunden und dann in 7,9 Sekunden von 100 auf 200. Und das bei einem Gesamtgewicht von über 2 Tonnen. Eine Vollgasmaschine, die ihresgleichen sucht, mit Platz für die ganze Familie. Das Geheimnis des brachialen Motors, gleich 2 Kompressoren, die ihm das Power Plus entlocken. Platz 2 in unserer Hitliste der schnellsten Autobahnen für die A4 zwischen Chemnitz und Dresden. Vollgas auf 60 Kilometern und 3 Spuren. Fahrbahnbreite, Streckenverlauf, Straßenqualität. Die A4 ist genauso spitze wie die A9 hinter Leipzig. Einziger Unterschied, hier ist noch weniger los. Geht's auch noch schneller? So, auch hier sind 300 kein Problem. Auch 310 geht, aber mehr ist einfach nicht drin. Das Schöne ist, dass dann so überraschenderweise dann doch mal ein Asphaltwechsel kommt und dann schüttelt es einen hier in dem G-Power ganz schön durch. Einziges Manko, der Wind verhindert noch höhere Geschwindigkeiten. Zumindest heute Nacht. Platz 1 für die A9 zwischen Mark Chorgast, dem Truckerhof und Berg. Als Außenseiter gestartet, aber in unserer Testnacht herrschen hier einfach die besten Bedingungen. Das sieht aber lecker aus. Aber auf diese Piste wagt Matthias sich nur bei höchster Konzentration. Boxenstopp am Autohof in Berg. Ein Geheimtipp unter hungrigen Truckern. Sehr lecker. Aber warum immer nur alleine Gas geben? Abend, die Herren. Hallo. Abend. Ich habe so ein nettes Autochen hier vorne vor der Tür stehen. Wer von euch hat die lahmste Schüssel hier von euch? Oh, da braucht man nicht lange überlegen. Opa, schön. Charlie. Charlie. Ja. Charlie, also du hast den langsamsten, oder? Ja, die sagen es, die Kumpels. Ich hab den schnellsten. Genau. Zeigen, fahren, ja, mitkommen? Auf alle Fälle. Los. Komm ich mit. Na, dann mal hin, Jung. Mit Trucker Charlie als Verstärkung traut sich Matthias auf die potenzielle Siegstrecke. 3 Spuren, fast nur geradeaus. Und heute Nacht außerdem völlig windstill. Matthias drückt das Gaspedal voll durch. Also
pervers finde, ist, wir fahren jetzt 250, ja? 50. Jetzt drücke ich drauf. Und das Ding schiebt an wie andere Autos bei Wahnsinn. 80. Ja. Die heutige Sieggeschwindigkeit. Zum Abschluss noch der Soundcheck. Und jetzt kommen wir gleich wieder unter der Autobahn. Dann machen wir nochmal Gas, oder? Dann machen wir das Fenster nochmal auf. Formel 1 Topspeed und dazu dieser Sound. An diese kleine nächtliche Ausfahrt wird sich Trucker Charlie wohl noch im Schaukelstuhl erinnern. Das war hammerhart, ey. Super. So was habe ich noch nicht erlebt, ey. Schub ohne Ende. Der hört gar nicht auf zum Schieben, ey. Also, unser Ferientipp, Urlaub in Deutschland. Aber nur auf den richtigen Strecken, zur richtigen Uhrzeit und vor allem im richtigen Auto.